Teil 2 vom kompletten Überholen von unserem Mercedes 722.3 Automatikgetriebes. Im letzten Teil haben wir ja schon alles vorbereitet, dass wir die Innenteile wieder komplett einbauen können. Planetengetriebe, dann die Trommeln K1, K2 und alles, was ins Getriebe hineinkommt. Und bevor wir das zusammenbauen können, müssen wir natürlich noch ein paar andere Teile austauschen. Verschleißteile, Gummiteile, Gummiringe und so weiter. Und dazu beginnen wir jetzt erstmal hier mit dem hinteren Bremsband. Das haben wir hier drüben liegen schon. Das hast du vorher schon Ja. ausgebaut. Das heißt, da gibt es einen kleinen Tipp dazu, wie man es rausbauen kann. Das zeigst du am besten mal. Genau, zusammendrücken und dann kippen und rausschieben. Ja, genau, aufs Kippen kommt es nämlich an. Wenn man es nämlich in einer geraden Stellung nämlich rausbekommen will, bleibt man immer hier oben an den Kanten hängen. Wird ziemlich eng. Also wie gesagt, ein bisschen kippen und dann bekommt man schön raus. Und wie wir hier unten gleich sehen, sehen wir auch schon zwei wieder so weiße Kunststoffringe. Die werden wir jetzt erstmal als erstes rausbauen und gegen neue Teile wieder ersetzen, bevor es dann mit dem Einbau des neuen Bremsbandes weitergeht. Wir beginnen den Zusammenbau jetzt erstmal hier unten an dieser Führung. Dafür haben wir vorher schon die zwei Kunststoffringe ausgetauscht, die man hier sehen kann. Die sind jeweils auf einer Seite offen. Hier drüben sehen wir die Altteile. Aufpassen, dass die dann auch beim Einbauen nicht verrutschen. Und ganz wichtig, auch hinten nochmal kontrollieren, ob auch alle fünf Schrauben festgezogen sind. Das sieht man jetzt hier recht gut. Das ist die Führung an der hinteren Seite ist somit befestigt. Und dann können wir eigentlich anfangen mit dem Einbau hier drüben. Auf der Seite haben wir nämlich einen O-Ring vorher schon getauscht. Den sieht man hier hinten, ein kleiner Gummiring. Aufpassen auch wieder darauf, dass man auch den richtigen verwendet. Lieber ein paar Mal nachmessen und schauen, ob es vom Durchmesser her passt, von der Größe her passt. Und dann können wir hier unser Bauteil hier einsetzen. Das geht mit etwas ATF-Öl vorher ein bisschen einschmieren und dann normalerweise mit festem Fingerdruck rutscht es hinein. Wir legen es ein bisschen zurecht. Das hat sich gut angehört. Da kommt dann später auch unser Stift hinein, den wir hier drüben liegen haben. Das ist dieser Stift hier. Den machen wir dann rein, wenn wir das Planetengetriebe eingebaut haben. Und wir können jetzt auch gleich als nächstes unser Bremsband hier hinten einbauen, dass wir ein bisschen kippen müssen, damit es auch schön von vorne zum Einsetzen ist. Vor dem Einbau des Bremsbandes haben wir noch unser Blech, das hinten auf die Führung drauf kommt. Da haben wir beim Ausbau schon beschrieben, dass es eine Nase hat, nämlich hier oben sieht man die. Und die passt auch nur in eine Position hinten rein auf die Führung. Das heißt, die Nase nach hinten hin einbauen und dann so lange herumdrehen, bis dieses Teil in ein Loch verschwindet und da festgehalten wird. Und eben auch aufpassen, wie man gerade sieht, die Kunststoffringe, die wollen da immer gleich auch mit runter. Schauen, dass die wieder in der Führung drin sind. Und dann hat man es hier oben, sieht man auch, glaube ich, die Stelle, ja genau, an der oberen rechten Seite, wo diese kleine Nase eingerutscht ist. Damit liegt die jetzt auch richtig fest an. Und wir haben vorher noch auf der Seite den Gummiring hier ausgetauscht und auch diesen Wellendichtring hier. Das haben wir beides jetzt hier liegen. Da ist der alte Wellendicht drin. Ganz wichtig ist, der kommt also nicht etwa so hinein, wie man es normalerweise denken würde, sondern genau verkehrt herum. Das sieht man es nochmal hier schön. Der schaut einen so an. Und rausbauen kann man ihn ganz einfach, indem man hier einfach zwischendurch hier mit dem Schraubenzieher von der Seite nach außen hebelt oder rausklopft mit dem Hammer. Der geht eigentlich recht schön leicht raus. Und reinbauen geht am einfachsten mit einer 32er Nuss. Das können wir hier nochmal kurz zeigen. Die passt nämlich perfekt auf den Wellendichtring drauf und dann einfach vorsichtig da reinklopfen. Somit haben wir jetzt schon alles vorbereitet, dass wir das Bremsband jetzt einsetzen können. Das machen wir jetzt auch gleich. Eben wichtig ist wieder, die Kante muss einen anschauen hier unten. Das sehen wir dann, wenn Genau. es eingebaut ist, nochmal. Hier, genau, das ist die Kante. Die muss einen jetzt so, wie das Getriebe jetzt da liegt, nach unten hin zeigen und dann leicht kippen. Und sobald man hinten mit der Hand durchgreifen kann, das Bremsband zusammendrücken. Und so kann man es wunderbar aufstellen. Jetzt nochmal hier Kontrolle. Die eckige Seite steht jetzt hier unten an und die kleinere Seite steht jetzt oben an. Das ist schon alles vorbereitet. Und mehr machen wir jetzt auch gar nicht, weil das Bremsband darf jetzt von der Seite hier keinen Widerstand haben, sodass es also komplett entspannt ist. Sonst bekommen wir nämlich unsere Planetengetriebe jetzt gar nicht hinein.
Die K2-Lamellenkupplung kommt jetzt aufs Planetengetriebe drauf. Dazu werden vorher nochmal die Lamellen aufeinander ausgerichtet. Einfach mit einem langen Schraubenzieher von oben her runter reinfahren, sodass alle Lamellen in einer Position untereinander liegen. Das erspart dann ein bisschen den Einbau, wenn wir es jetzt dann gleich draufsetzen. Vorher noch ganz wichtig, hier prüfen an unserem Lamellenradsatz, dass hier dieses Lager auch ausgetauscht worden ist oder zumindest, wenn es in Ordnung ist, dass es auch an der richtigen Position eingesetzt ist, weil danach kommt man ein bisschen schlecht drauf. Und jetzt sieht man hier schon die Verzahnung sozusagen. Die wird jetzt hier reinrutschen an unser Lamellenpaket. Und dazu muss man jetzt ein bisschen halt eben von oben her vorsichtig versuchen, die erste Verzahnung zu erwischen. Und dann von oben her ganz bis nach unten das Lamellenpaket durchbekommen. Die erste Verzahnung ist, wie gesagt, wichtig, dabei ein bisschen verdrehen. Ich kann auch versuchen, von unten ein bisschen gegenzudrehen. Und wenn es einmal ein bisschen reinrutscht, dann immer weiter durchdrehen versuchen, das Paket nach unten so durchzubekommen. Ja, ist wieder eine runtergerutscht, genau. Alle Lamellen sind komplett eingerückt, wenn das so aussieht, wie wir es jetzt hier haben. Also die K2-Trommel ist so ziemlich ganz weit unten am Planetengetriebe angekommen. Es liegt noch nicht ganz auf. Und man sieht auch ganz gut als Markierung, hier oben im oberen Bereich ist es etwas heller. Das heißt, hier war das Metall immer frei. Und hier unten drunter sieht man, verfärbt sich das etwas. Wir haben auch extra auch hier eine Markierung hingemacht. Da sieht man es jetzt auch recht gut. Wenn man dann hier hinschaut, auf der Höhe muss es abschließen. Dann weiß man, dass alle Lamellen wieder ineinander gerückt sind. Und somit können wir jetzt eigentlich unser Planetengetriebe in der Position einbauen. Eben jetzt nur aufpassen. Hier an der Stelle wird es eben ziemlich eng. Da ist nämlich das Lager drin. Und da müssen jetzt eben auch die beiden Kunststoffringe wieder schön reinrutschen, ohne dass die dann beim Reindrücken ja auch aus der Führung rauskommen können. Und da, wie gesagt, vorsichtig arbeiten, sonst beschädigt man die Ringe dabei. Bevor wir jetzt das Planetengetriebe reinsetzen, nochmal kurze Kontrolle hier vorne vom Lager, dass das sich nicht wieder verkantet hat, aber das sieht jetzt ganz gut aus. Dann eben nochmal hier unser komplette Planetengetriebe mit der K2-Trommel schon drauf. Und jetzt müssen wir eigentlich das Ganze nur hier versuchen hineinzubekommen, ohne dabei die Plastikringe hinten zu beschädigen. So, das ist jetzt ein bisschen schwer, aber es geht, ja? Es geht noch, ja. Hauptsache, dass erstmal eine Führung hinten drin ist. Und dann möglichst mittig ausrichten. Genau, von der anderen Seite ein bisschen anheben. Ah ja, sobald man es mittig anhebt, rutscht es eigentlich auch schön rein. Und dann nochmal eine Kontrolle, ob auch alles wirklich weit genug hineingerutscht ist. Ansonsten muss man noch ein bisschen nach hinten versuchen, die Lamellen nach hinten zu komprimieren, falls eine hinten rausgerutscht sein sollte. Das kontrollieren wir jetzt aber gleich nochmal, wenn wir das Getriebe rüberdrehen und dann schauen wir, ob es auch wirklich weit genug zusammengerutscht ist. Jetzt ist alles wieder an Ort und Stelle und wir kontrollieren jetzt einfach nochmal hier anhand des Bremsbandes, ob die K2-Trommel ungefähr mittig davon steht. Also wenn man das hier sieht, man kann es so ein bisschen hin und her bewegen. Das sieht aber gut aus. Und als letzte Kontrolle kann man auch nochmal hier diese Plastikführung einsetzen, wenn die schön rüberrutscht. Und jetzt sieht man es auch wirklich drunterhalb, das Bremsband genau mittig ist, steht von der K2-Trommel. Dann ist also das Planetengetriebe wirklich in der richtigen Position auch angekommen. Und wir haben jetzt auch gleich hier unten am Endstück diesen kleinen Sicherungsring wieder eingebaut. Der sitzt hier hinten. Der geht etwas schwer drauf, aber da muss man ein bisschen mit am besten zwei Schraubenzieher vorsichtig immer weiter nach vorne schieben. Und das ist eigentlich nichts anderes als ja, der Endanschlag sozusagen von dieser Welle hier. Das heißt, der ist nur dazu da, dass die Welle an der richtigen Position gehalten wird. Und später kommt dann hier seitlich eben das Gegenstück dazu hier rein. Also es hat also nicht die Funktion, dass es irgendwie gehalten werden soll, die Welle, sondern nur für diesen Zahnantrieb. Wir beginnen jetzt mit dem Einbau der Lamellen und der Metallplatten für den Rückwärtsgang. Und dazu ist es vorher ganz wichtig, dass diese Metallsicherung wieder eingesetzt wird. Das ist nämlich leicht zu erkennen. Da, wo die reinkommt, sind nämlich die Stege ein klein wenig länger, nämlich 3 Stück. Und dabei aufpassen, dass die hinteren Seiten auch unterhalb
von diesem Überstand reingedrückt werden, dass sie also nicht nach oben ausschauen. Und das ist sozusagen die Sicherung von den Lamellen auch mit dazu. Und bevor wir die jetzt einbauen, haben wir uns natürlich ein Lamellenpaket schon mal zusammengestellt anhand der alten. Das ist jetzt die alte Lamellenpakete, was wir haben, mit Metallscheiben, mit den Reibbelägen. Die messen wir jetzt einfach mal nach, wie dick das ganze Paket ist, was vorher verbaut gewesen ist. Das waren knapp über 21. Ich drück's mal ein bisschen mehr zusammen, vielleicht geht es noch ein bisschen mehr. Ja, so zwischen 20, 20,5 sowas herum. Das ist ein guter Wert, den merken wir uns einfach mal. Und anhand von diesem alten Paket haben wir uns hier schon mal ein paar neue hergerichtet, die was ungefähr dieselbe Dicke haben, nämlich auch wieder 4 Reibbelege und 4 Metallbelege. Und dann müssten wir auf ungefähr auch knapp über, ja, irgendwas genau, in 20, dem Wert sowas, das passt schon irgendwo genau. Und bevor wir die jetzt einbauen können, ist ganz wichtig, es kommt ein großer Ring wieder rein, der vorher auch schon drin gewesen ist. Der liegt nämlich hier im Hintergrund. Das ist der hier. Der wird also wiederverwendet. Der ist nämlich auch anders geformt wie die anderen Metallbelege. Wie man sieht, er geht nach innen hin, verjüngt er sich und ist auch relativ dick. Und dabei auch aufpassen, dass er richtig rum montiert wird. Nämlich die glatte Seite schaut uns jetzt an. Und die eingebogene Seite kommt nach hinten rein. Und jetzt einfach versuchen, das in die Verzahnung hineinzubekommen und bis nach hinten am Anschlag einliegen lassen. Ja, und jetzt können wir auch gleich anfangen mit dem Einbau unserer Reibbelege. Der erste Reibbelag ist auch wieder vorher mindestens eine Stunde lang im ATF-Bad gelegen, dass er schön mit Öl eingezogen ist. Und die können wir jetzt dann immer wieder abwechselnd Metallscheibe und Reibbelag komplett alle einbauen. Genau, alle Belege sind drin. Und als allerletztes kommt auch wieder ein Teil, das wir wiederverwenden vom alten Getriebe, nämlich diese Tellerfeder hier. Und dabei auch wieder darauf aufpassen, die ist wieder leicht gebogen wie ein Teller. Ich hoffe, man sieht es ein bisschen. Also so würde es uns jetzt anschauen wie eine normale Schüssel von oben her gesehen. Und genau so, wie wir es jetzt haben, die Biegung nach unten sozusagen, kommt jetzt von uns aus gesehen nach hinten reingeschoben und liegt dann auch da hinten an. Und diese Feder wird aber nochmal gehalten mit unserem Plastikgegenstück, also das, was hier oben reinkommt. Das werden wir jetzt auch gleich anbauen und damit ist eigentlich das Lamellenpaket vom Rückwärtsgang auch schon mal vormontiert. Und wir können dann wieder an anderer Stelle weiterbauen. Jetzt kommt noch diese Plastiksicherung oder Zentrierung, die die hinteren Metallscheiben festhält. Und zwar hier oben haben wir eine kleine Aussparung. Da kommt diese Plastikgeschichte hinein. Das ist eigentlich nur zum Festhalten der hinteren Scheiben. Der vordere Ring wird davon gar nicht mit angerührt. Genau, und somit wird das zumindest an einer Stelle ein klein wenig zentriert, die kompletten Metall- und Reibbelege. Und das eben nur nicht vergessen, dass man es eben vorher auch schon mit reinsteckt. Und jetzt müssen wir noch den Abstand ermitteln von, gehen wir hier hin, von diesem Bereich hier unten, wo der Kolben ansetzt, ungefähr außen im äußeren Bereich, bis hier außen hin, damit wir auch das Spiel, also der Abstand von hier bis zu der Tellerfeder in einem bestimmten Bereich ist, dass er nicht zu weit auseinander ist vom Kolben und auch nicht zu nah dran. Und den ermitteln wir einfach mal, indem wir es einfach mal messen. Um jetzt herauszufinden, ob wir den korrekten Metallplatten verbaut haben von der Dicke her, haben wir jetzt den Abstand ermittelt. Was haben wir da ermittelt von? 86,4 mm. Und zwar geht es uns nämlich um den Abstand von der Tellerfeder hier oben im äußersten Bereich bis zu der Kante hier oben, wo der Kolben montiert wird. Und wie gesagt, 86,4 mm haben wir jetzt hier ermittelt. Jetzt müssen wir natürlich noch den Kolben ausmessen. Messen, wie hoch der ist. Der muss dementsprechend etwas weniger, kleiner sein. Da haben wir einen Wert von 84,6. Das heißt, wir sind da im Bereich so knapp unter 2 mm Differenz. Und da sind wir auch wirklich in dem Toleranzbereich, was Mercedes vorgibt. Nämlich sollte zwischen 1,5 mm und 2 mm hier Differenz sein, sozusagen von der Oberkante nach oben
Der Abstand ist dann der, der zwischen dem Kolben und eben dieser Tellerfeder hier mindestens eingehalten werden muss. Und ganz wichtig, wir haben dafür vorher noch die alte Dichtung mit drauf gesetzt, weil er die hier dementsprechend auch an der Kante hier wieder den ganzen Abstand etwas erhöht. Und wir sind da im Bereich, was Mercedes vorgibt. Also wie gesagt, zwischen 1,5 und 2 mm nach oben hin soll die Differenz sein. Dann hat man das richtige Spiel eingestellt von den Metallplatten. Für die nächsten Arbeitsschritte haben wir das Getriebe jetzt wieder komplett herumgedreht auf der Rückseite. Wir fangen jetzt nämlich wieder hier hinten an, alles einzubauen, was wir an Wellenteile und so weiter hier noch auf der Seite liegen haben. Und zwar fangen wir erstmal mit dieser Zahnwelle. Die wird einfach rübergeschoben und liegt eben hier hinten an dem Sicherungsring an, den wir vorher verbaut haben. Dann kommen zwei Distanzbleche. Das können auch je nachdem dickere, dünnere sein, je nachdem wie die ab Werk verbaut worden sind. Und als nächstes haben wir dann von der Seite her hier unseren Fliehkraftregler. Der ist bei diesem speziellen Getriebe ein ganz normaler, da ist also nichts dran. Es gibt auch welche, die haben seitlich so als Sicherungsringe dran und so weiter. Da muss man den auch in einer Position einbauen. Der dreht sich aber ganz normal mit. Das heißt, der wird einfach nur seitlich in die Führung hier hineingeschoben. Ja, das passt. Und jetzt müsste er überhalb oder unterhalb von der Verzahnung liegen. Und ganz wichtig hier ist jetzt unsere Plastiknase, die hier drüben von der Seite mit dieser Schraube hier auch von außen auf und zu gemacht werden kann. Und die haben wir jetzt schon eindrücken lassen. Und wir haben vorher noch hier außen diesen Gummiring hier schon ausgebaut und gegen einen neuen getauscht. Und somit können wir den Fliehkraftregler jetzt schon mal soweit mit dieser Nase hier arretieren. Da kann der nicht mehr rausrutschen. Und wir machen hier drüben auch gleich den Deckel drauf. Das ist eine ganz neue Dichtung. Ja, genau, richtig. Da ist nämlich den vorher haben wir komplett runter gemacht. Den hat man ein bisschen runter kratzen müssen. Und das ist ein ganz normaler Aluminiumdeckel. Der wird dann über die Position rüber geschoben, wo hier die Verstellschraube ist. Und dann wird sie noch mit drei, ich glaube Imbusschrauben sind das. Imbus, ja. Ja, genau. Drei Imbusschrauben noch gehalten. Und somit kann da an der Arretierung auch nichts mehr passieren. Den Deckel machen wir jetzt fest. Und wir sehen, was wir als nächstes dann montieren können. Der Deckel ist montiert. Jetzt noch die kleine Mutter, Schlüsselweite 10, mit Schraubensicherung wieder festdrehen. Das ist eben, wie gesagt, diese Möglichkeit, um diesen Plastikhebel auch im eingebauten Zustand sozusagen zu verdrehen. Aber jetzt ist er wieder in der Position eingestellt, wie er auch bleiben soll. Deswegen wird er jetzt auch mit Schraubensicherung festgezogen. Und beim Festziehen drückt es eben den Hebel hier drüben sowieso nochmal in die richtige Position, so dass er nicht mehr rausrutschen kann. Sieht man, die Welle bewegt sich jetzt noch ein bisschen. Wird er weit hintergezogen. Jetzt wird es fest. Genau, und dann reicht es eigentlich auch schon, weil sonst muss es ungefähr mittig drin stehen. Und da können wir kurz probieren, ob es sich dann auch noch drehen lässt. Wunderbar, die Position passt genau. Und die Sicherung ist jetzt eben, wie gesagt, durch die Mutter auch fest eingestellt an der richtigen Position. Dann ist es soweit wieder auch korrekt montiert. Jetzt können wir unsere Arretierung für die Parkbremse anbringen, wird einfach drüber geschoben und hier unten ist auch gleich mit dabei der Antrieb für die Tachowelle, das Plastikrad hier, und dann nehmen wir auch den dazugehörigen Bolzen. Da tun wir erst die Feder hier drüber, die schnappt einfach hinten einfach über, dass die nicht raus kann, und dann kann man beides zusammen über den Bolzen hier auf der linken Seite drüber schieben und dann die Feder einfach vorspannen. Die wird dann hier am Gehäuse innen eingehängt und wie gesagt, hier an der Seite ist sie vom Bolzen auch gehalten. Und somit ist also die Arretierung auch schon montiert. Und dann kommt eigentlich auch schon als nächstes die Stange vom Schaltgestänge drüber. Das heißt, die wird jetzt also an der Position hier wieder montiert. Dazu steckt man den aber hier an der Stelle durch die Öffnung durch. Schauen wir mal, ob man das hier filmen kann. Genau. Kommt der durch. Von der anderen Seite kann man den hier entgegennehmen. Und dann tut man den bloß noch hier an der Position ausrichten, wo dann der Bolzen durchkommt. Genau, jetzt haben wir noch den Bolzen auf der Seite. Der kommt dann hier durch, den kann man auch gar nicht verdrehen. Der ist nämlich an der Stelle, wo er reinkommt, etwas abgeflacht auf beiden Seiten.
und dann kann man durchstecken und gesichert wird das Ganze mit einer Imbusschraube wieder. Und somit ist auch schon diese Verstellgeschichte wieder komplett eingebaut. Ziehen wir noch ein bisschen fest. Und da drüben können wir dann auch gleich weitermachen, hier mit dem restlichen Zusammenbau der Parkbremse. Da kommt dann jetzt nämlich diese kleine Rolle drüber, über den Haken hinten. Und dann zu guter Letzt kommt nur noch die Plastikführung. Die wird einfach drüber geschoben, auch ganz nach links die Rolle, genau. An der Position kann es dann drüber gezogen werden und dann einfach nur reinrutschen lassen. Das hält dann einigermaßen von selber. Und das Letzte, diesmal jetzt sogar von der anderen Seite, kommt noch das Steigrohr rein für die Ölversorgung von der Welle hier. Das wird auch nur reingeklipst, das war es dann auch schon. Jetzt können wir eigentlich dann schon als Nächstes unseren Deckel hinten drauf machen. Kurze Kontrolle nochmal, ob auch der Schnappmechanismus funktioniert. Einfach oben am Hebel ein bisschen hinterbewegen und man sieht, die Parkbremse wird blockiert. Die Federmechanismus ist also richtig eingestellt wieder und wird auch wieder hinten nach außen gedrückt, was ganz wichtig ist. Der Abschlussdeckel ist wieder komplett montiert. Alle Schrauben sind rundherum schön nachgezogen. Die Dichtung ist natürlich auch ausgewechselt. Papierdichtung ist das. Und wir haben vorher auch schon den Simmering ja schon komplett ausgebaut. Hier haben wir noch den alten liegen. Das geht eigentlich ganz einfach, wenn der Deckel komplett nach unten ist. Jetzt haben wir da vorher noch hier unten eine kleine Distanzblechlein wieder drunter geschoben. Das ist hier die Auflagefläche, genau wo man jetzt hier sieht, aufliegt hier drinnen. Und jetzt können wir auch unseren Flanschschnitt ansetzen. Da ist aber noch ganz wichtig zu sagen, hier innen drin, drehst mal vielleicht auf die andere Seite, ja, das sieht man gleich besser. Hier ist ein kleiner Gummiring in einer Nut drinnen. Der war, wo wir das Getriebe bekommen haben, nämlich gar nicht eingebaut. Gehört aber auch auf jeden Fall mit drauf. Den vorher noch ein bisschen mit Öl einschmieren. Und dann können wir den Flansch montieren. Das heißt, der wird jetzt einfach auf die Verzahnung drauf geschoben. Vorher natürlich alles ein bisschen einölen, rundherum. Genau, der geht jetzt schon drauf. Und wenn er nicht ganz drauf geht, einfach mit dem Hammer klein wenig dagegen schlagen. In der Mitte am besten, dann rutscht er schon schön ein. Das sieht gut aus. Was dann ganz am Schluss noch kommt, sieht man hier noch, das Gewinde kommt dann eine große Mutter wieder drauf. Das müsste Schlüsselweite 30 sein. Und die wird ganz am Schluss, wenn wir fertig sind, mit 220 Newtonmeter noch festgezogen. Die haben wir bei Mercedes schon bestellt. Das kommt aber erst später. Und jetzt können wir auch gleich mal einen Blick nochmal reinwerfen, hier innen am Bremsband. Das heißt, wir haben jetzt auch hier schon unsere Plastikführung reingemacht, die das Bremsband ausrichtet in der richtigen Position. Man sieht, es ist noch komplett beweglich. Und wenn wir jetzt vorne an der Welle hier drehen, können wir wunderbar drehen hier, einfach mal auf Geräusche hören und vor allem noch reinschauen, ob alles wirklich funktioniert, wie hier der Fliegabregler, der lässt sich schön frei drehen. Auch die Verzahnung hier unten kann man schön kontrollieren nochmal und alles ein bisschen prüfen, ob alles an der richtigen Position ist. Dann ist alles in Ordnung, dann kann man davon ausgehen, dass nichts klemmt oder irgendetwas schleifen würde. Also da sieht man, das Bremsband hat auch genug Platz jetzt noch. Wir haben auch die Stifter noch nicht eingebaut, das kommt auch später alles noch. Und ja, dann geht es eigentlich auch schon wieder weiter. Wir müssen es sowieso noch mal ausbauen, das Plastikteil, um dann eben auch unsere Stifter noch einzubauen. Da kommen wir aber später dann dazu. Den Metallstift für das hintere Bremsband müssen wir jetzt noch einsetzen. Dazu haben wir jetzt bloß noch mal hier oben die eine Imbusschraube aufgemacht von dem Gestänge für den Wheelhebel und dann wird dieser Metallstift erst im Bremsband am besten nach unten ein bisschen reingedrückt und dann ist hier oben an der Dose ein Plastikring, der rutscht schön rein und dann ist er auch ein bisschen gesichert. Damit haben wir jetzt erst schon mal diesen Metallstift wieder drinnen und jetzt fehlt uns das Gegenstück auf der anderen Seite. Dazu ist hier noch die große offene Dose da, wo wir schon den Simmering und den Gummiring getauscht haben. Und diese Dose haben wir jetzt in der Hand. Da befindet sich außenrum nochmal so ein Kunststoffring drauf. Den tauschen wir vorher auch noch aus. Das ist also auch alles in dem Satz mit drinnen für die Überholung des Getriebes. Und der hat so eine, ja, so eine Art Nase. Der muss also dann ein bisschen auseinandergedrückt werden. Und dann rutscht er wieder hier in die Nut außen rein. Das geht ein bisschen kompliziert, aber... Geht schwerer. Ja. Der ist nicht so leicht zu bewegen wie ein normaler Gummiring, aber jetzt ist der auch schon ausgetauscht.
Und dann haben wir hier unten den zweiten Metallstift, der jetzt von der Seite hier unten hineinkommt. In diese Aussparung sieht man eh schon hier vom Bremsband. Und da muss das Ganze jetzt hinein und wird dann wieder mit dem großen Deckel von außen festgehalten und der Sicherungsring draufgesetzt. So, jetzt müssen wir noch zu zweit wieder weiterarbeiten. Einer hält den Deckel und der andere setzt dann den Sicherungsring ein. Sitzt du aus hier? Fast drin. Ah ja, da sieht man schon, kommt er hier schon raus. Ein Stück nach oben wahrscheinlich das Bremsband. Ja. Das ist ziemlich eng jetzt. Ah, jetzt reingerutscht, das passt. Und jetzt machen wir den Deckel drauf und sichern das Ganze noch. Das Getriebe haben wir uns jetzt auf die Seite gestellt, sodass wir an der linken Seite in Fahrtrichtung weitermachen können. Und da fangen wir am besten an mit dem Modulierdruckverstelleinheit hier. Nämlich unterhalb dieser Plastikkappe ist so eine kleine, ja, so eine Art kleine Flügelschraube oder sowas dran. Da kann man also dann dementsprechend die Schaltvorgänge ein bisschen weicher oder ein bisschen härter einstellen. Und da befindet sich eben, wo das reinkommt, hier innen drin nochmal eine kleine Metallhülse. Das sieht man, die kommt auch leicht entgegengefallen. Aufpassen, dass die auch wirklich drin ist an der Stelle. Und dann kommt hier dieser Plastikstift drauf auf die Dose. Und hier unten haben wir noch einen Metallbügel. Der passt auch nur in eine Richtung Position rein, nämlich hier unten hat er auf der gegensetzten Seite eine kleine Nut. Nur von der Seite kann man es einsetzen. Wichtig ist noch den Gummiring erneuern und mit Öl einschmieren und dann eben hier unten vorsichtig die Sache reindrehen, ein bisschen hin und her bewegen, sodass der Gummiring reinrutscht. Das passt schon ganz gut. Und dann haben wir noch zwei kleine Imbusschrauben dran und dann haben wir die Dose schon wieder an der richtigen Stelle eingebaut. Dann können wir jetzt unseren Getriebeschalter montieren. Der wird einfach über das Gestänge drüber geschoben und damit zwei Schrauben festgehalten. Schlüsselweite 10 ist das. Hier außen fehlt noch ein Kunststoffring, den werden wir noch erneuern. Das ist die Sicherung vom Stecker. Der kommt dann später noch drauf. Genau, kann man ihn festziehen. Und dann haben wir hier noch unseren Wählhebel, den Metallhebel, der da drüber kommt. Dazu muss man also hier unten die Nase erst ausrichten, dass die mittig steht. Und diese Nase kommt dann hier unten in den Wählhebel rein und drüber geschoben wird es am oberen Ende. Genau, jetzt in die Nase hinein und dann wird das Ganze gesichert mit einer Schraube und einer Mutter. Das liegt hier. Kommt von oben hier rein. Oder je nachdem kann man den Wählhebel auch verdrehen. So, jetzt rüberschieben. Genau, und dann wird das gesichert, dann kann er nicht mehr runter. Ja, und wenn das Getriebe wieder eingebaut wird, dann kommt hier unten, kommt vorher noch diese Plastiknasen, die wir noch austauschen, diese Muffen, die kann man leicht rausnehmen. Und dann wird dann auch oben wieder vom Wählhebel der Seilzug eingehängt. Den ziehen wir jetzt noch fest und dann ist der Schalter auch schon wieder montiert. Dann haben wir noch da drüben die große Schalter. Der wird einfach nur reingedreht und mit einem 36er Ring oder Gabelschlüssel festgezogen. Da sitzt übrigens auch mit vorne am Pin eine ganz kleine, sieht man hier, ganz kleiner Gummiring drauf, den vorher noch austauschen und damit ist eigentlich die Seite wieder so gut wie hergestellt. Auf der rechten Fahrzeugseite können wir jetzt wieder weitermachen mit dem Einbau des Bautenzugs und der Unterdruckeinheit hier, die was hier hinten angeschlossen werden wieder später. Und dazu ziehen wir uns erstmal hier unten diesen Stift hier so weit wie möglich raus. Das ist nämlich hier unten an der Stelle irgendwo im unteren Bereich. Sieht man wahrscheinlich bestimmt nicht, ist nämlich ein kleines Loch drin und das wird jetzt hier in diesen Haken eingehängt und natürlich vorher den Gummiring erneuern und dann können wir diese komplette Geschichte dann wieder hineindrücken. Hat schon eingerastet, oder? Noch nicht, aber jetzt. Okay, wenn es eingerastet ist, dann kann man diesen Haken nach innen schieben und dann muss man es natürlich ein bisschen reindrehen, bis es möglichst komplett drinnen ist. Das sieht schon ganz gut aus, der Gummiring ist schon verschwunden. Dann natürlich ausrichten und arretiert wird das Ganze eigentlich nur mit so einer kleinen Blechteil, das haben wir hier unten liegen.
Muss mal schauen, wie das jetzt drauf gehört. Genau, das passt schon. Das muss man jetzt noch herausfinden, wie rum das vorher drinnen war. Das müsste also wie ein Hebel nach unten irgendwie zeigen. Genau so wahrscheinlich. Und, jetzt, und dann aber das Ganze noch runterdrehen, wahrscheinlich noch rüber. Dann werden wir jetzt die Schraube erstmal festmachen, dann wird es runtergedreht, genau, dann wird sie eingerastet. Genau, dann ist das auch wieder fest. Die Schraube können wir schon mal drauf machen. Genau, und damit wird eigentlich das Plastikgehäuse damit gehalten am Automatikgetriebe. Kurze Kontrolle noch, ob auch alles funktioniert. Am Bautenzug einfach ein bisschen hin und her ziehen. Und dann muss ich eben hier das schön bewegen. Genau, weiter geht es sowieso nicht rein. Dann ist auch die Sicherheit, dass die Nase reingerutscht ist. Und damit ist das auch schon wieder fertig. Wir können jetzt weitermachen mit dem Einbau der Platte hier. Und zwar wird das allererstes Mal die große Dichtung getauscht. Die ist nur mit 4 normalen Schrauben befestigt. Und jetzt kann man die Papierdichtung auch abnehmen. Genau, aufpassen, dass da nicht noch irgendetwas runterfällt. Und dann werden wir erstmal die Platte komplett ein bisschen sauber machen, vom alten Öl befreien. Was wir schon vorher getauscht haben, ist diese kleine Plastikleitung, Kunststoffleitung, die war schon ganz gelb, also das wird irgendwann mal sowieso brüchig, deswegen besser, wenn man es schon zerlegt hat, auch austauschen. Dann können wir auch die Rückseite komplett noch vom alten Öl befreien. Genau, dann schauen wir noch ganz kurz hier unten rein, ob da noch irgendwas auffällt. Das ist noch in Ordnung, da sieht man, die Federmechanismus ist auch in Ordnung, das sieht alles gut aus hier. Da werden wir auch noch ganz kurz mal drüber wischen und dann können wir auch schon die Platte wieder drauf montieren. Dann die neue Dichtung. In dem Satz sind auch verschiedene Dichtungen mit dabei, auch für andere Automatikgetriebe, die davor oder nachgebaut worden sind. Da muss man sich die richtige raussuchen. Hier, was auch passt. Hier alle Löcher stimmen überein, hier auf den ersten Blick schon. Jetzt muss man es noch schön ausrichten, bevor wir dann wirklich das Ganze dann wieder festziehen. So sieht es gut aus. Noch ein bisschen weiter rechts rüber. Hier ungefähr so. Genau, dann wieder die Platte drauf. Und dann kommen wieder 4 Schrauben rein. Und die Dichtung ist getauscht. Letzte Kontrolle, ob am Automatikgetriebe auch alles so verbaut ist und vorhanden ist, wie sein soll. Dazu schauen wir einfach mal hier hin. Da ist eine kleine Ölleitung eingebaut. Die wird nur von oben hereingeschoben. Die muss an der Stelle sein. Das haben wir vorgetauscht. Diese Ölführung hier, die ist neu drinnen. Dann keine irgendwelche Teile, die noch im Automatikgetriebe rumliegen. Hier die Führung nochmal kontrollieren, ob die korrekt überhalb von dem Bremsband verbaut ist und hier hinten auch einigermaßen eingerastet ist. Ja, unseren Hebel natürlich, da die Imbusschraube festgezogen ist. Und ja, hinten haben wir noch einen kleinen Stift hier. Der kann auch ganz leicht rausfallen. Das ist ein Passstift, den brauchen wir jetzt auch gleich beim Einbauen der Platte. Wenn alles soweit passt, dann nehmen wir jetzt unsere Platte mit der neuen Dichtung. Dann muss man aufpassen, dass diese Kunststoffführung hier unterhalb von der anderen Kunststoffführung etwas drunter geschoben wird. Und dann haben wir hier drüben unseren Hebel. Der muss dann auch zeitgleich ein bisschen reingeschoben werden. Genau, und dann haben wir hier unten eben diesen Passstift. Und wenn das alles soweit übereinander stimmt, dann müsste die Platte auch einigermaßen gerade drauf sitzen. Das sieht ganz gut aus. Und dann haben wir hier unten nochmal 8 Schrauben, die hier rundherum hineingeschraubt werden. Das sind die hier, Schlüsselweite 10. Und die Platte ist schon mal soweit vormontiert. So, die Platte ist jetzt wieder montiert im unteren Bereich. Und wir können jetzt gleich auch die Arretierung vom Wählhebel montieren. Der wird einfach hier unter die Leitung durchgeschoben und ist nur mit einer kleinen Schraube festgemacht. Nämlich auch wieder an den Passstift, von dem wir vorher schon mal kurz gesprochen haben, da unten. Dazu ist eben ganz wichtig, der Stift. Der ist auch die Führung zeitgleich. Und dann wird die Schraube auch mit Schlüsselweite 10 angezogen.
Ja, und jetzt hat man also auch wieder sozusagen eine kurze Arretierung. Wenn er hier geschalten wird seitlich, dann hakt er sozusagen hier mal ein, sodass die Gänge nicht lose herumspringen können. Wir ziehen es nochmal alle drei nach im Kreis rum schön fest hier. Und dann kommt auch schon unsere Schalteinheit hier oben drauf. Die Schalteinheit wird jetzt montiert. Dazu am besten beim Aufsetzen hier seitlich halten, dass der Stift nicht rausfallen kann. Da drüben genau das gleiche, der Seite. Und eben hier nochmal kontrollieren, hier haben wir ein ganz kleines, so eine Art Federmechanismus drin. Der ist auch nur reingelegt, dass der jetzt beim Umkippen nicht aus Versehen rausfällt. Ob das hier auch alles soweit wieder funktionierend eingebaut ist. Hier drüben haben wir noch so eine kleine Steigleitung, die kann man auch mit Federmechanismus runter bewegen hier auf der Seite. Also alles nochmal kurz durchschauen, dass nicht irgendwas an Dreck noch drin ist und vorher kurz sauber machen. Und jetzt drehen wir einfach mal Schalter halt um 180 Grad rum, schauen eben wie gesagt, dass möglichst davon nichts rausfallen kann. Jawohl, und dann einfach über die Löcher setzen und dann die Schrauben einsetzen und festziehen und hier seitlich das hier noch einhängen. Und da drüben haben wir noch eine kleine Nase am Mehlhebel, das ist so eine Führung. Da können wir den Mehlhebel ein bisschen vor und zurück ziehen, da müssen wir es ein bisschen hoch tun. Und dann kann man den Stifter dementsprechend auch einsetzen. Jawohl, das passt. So, und jetzt können wir die Schrauben einsetzen und alles wieder festziehen. Das Ölsieb wird jetzt noch montiert, oder Ölfilter. Das sind dann nur drei Kreuzschlitzschrauben. Und damit ist eigentlich unten herum das Automatikgetriebe wieder komplett zusammengebaut. Jetzt kommt da eigentlich nur noch die Ölwanne drauf mit einer neuen Dichtung. Und dann können wir das Getriebe auch wieder rumdrehen und noch das letzte Bauteil seitlich einbauen, was uns jetzt im Hinterbereich noch fehlt. Nämlich hier diese riesengroße Doppelfeder, die auf das Bremsband vorne drauf drückt. Aber das kommt jetzt dann erst, wenn wir das Bremsband einsetzen. Und dazu machen wir jetzt erst vorher noch die Ölwanne oben drauf. Die Ölwanne ist auch sauber gemacht und jetzt haben wir auch schon hier die neue Gummidichtung einfach drüber gelegt. Und damit können wir jetzt auch die Ölwanne wieder am Automatikgetriebe montieren. Das sind 6 Schrauben, die sind hier schon bereit. Schlüsselweite 13. Und dann eben ganz am Schluss, ja nicht vergessen, hier unten auch den Dichtring kontrollieren. Bei uns ist die Schraube jetzt noch locker zum Ablassen, bevor wir dann auch wieder das Öl auffüllt, einen neuen Dichtring aufsetzen, Schraube festziehen, ganz wichtig. Und jetzt können wir dann gleich das Automatikgetriebe wieder herumdrehen und im vorderen Bereich noch die restlichen Arbeiten machen. Das vordere Bremsband kann jetzt eingebaut werden. Dazu machen wir unten den Verschluss erstmal ineinander, dass es einschnappt. Und dann haben wir den kleinen Bolzen hier liegen. Der muss mit dem dicken Ende zum Gehäuse hin eingesetzt werden. Und dann kann man das Bremsband auch gleich nehmen und schon mal reinlegen, sodass der Bolzen auch auf der rechten Seite in die Bohrung verschwindet. Und dann haben wir hier drüben eben diese Plastikführung, die das Bremsband auch ungefähr ausrichtet. Da haben wir 2 kleine Nasen unten drunter. Die müssen jetzt im Gehäuse im unteren Bereich einrutschen und gleichzeitig muss halt dabei auch das Bremsband richtig geführt werden. Genau, das passt soweit. Jetzt ist es ziemlich mittig ausgerichtet, das Bremsband. Und jetzt kommt natürlich diese schöne große Feder, Doppelfeder wieder rein. Da befindet sich auch hier drunter auch das entgegengesetzte Metallteil, der Metallstift, der dann eben auch auf der rechten Seite hier einrückt. Ich schaue mal, ob man es auch von da etwas sehen kann. Da sieht man es ganz gut. Genau, da ist also auch die Bohrung, wo jetzt der Metallstift eingesetzt wird. Und da müssen wir eben mit viel Druck die Federn zusammendrücken und dann können wir den Sicherungsring hier wieder einbauen. Vor dem Einbau haben wir noch hier unten diesen Kunststoffring wieder erneuert, dann diesen kleinen Gummiring hier am Stift und dann noch unseren Gummiring, den großen hier vom Deckel. Der Deckel ist jetzt wieder eingebaut. Das Bremsband ist in der richtigen Position. Das kann man auch jetzt noch wunderbar hin und her bewegen. Das heißt, von hier aus, von der linken Seite, wird keine Federkraft auf das Bremsband im Moment ausgeübt. Und somit könnte man das Bremsband jetzt auch theoretisch jederzeit noch ausbauen. Die Passstifte sind links und rechts an der richtigen Stelle. Und jetzt setzen wir unsere
K1-Trommel ein. Dafür haben wir vorher noch ein bisschen Öl wieder reinlaufen lassen und die einzelnen Lamellen ausgerichtet. Und sieht man auch schon, hier haben wir das Lager, das nachher noch eingesetzt wird. Und jetzt versuchen durch etwas Drehen und Drücken die Lamellen so hineinzubekommen, dass das Ganze ein bisschen hineinrückt. Ich versuche hinten das Getriebe festzuhalten, dann kann man es besser drehen. Und dann wird es stückchenweise jetzt wieder klick hineinrutschen. Jawohl, wieder ein Stück rein, bis es ungefähr unter dem Bremsband fast verschwindet. Dann ist es in Ordnung. Und ganz wichtig, die beiden Lager noch kontrollieren. Nämlich ein Lager, was hier vorne drin ist, und eins ist nach unten. Man sieht jetzt beide Lager schön nebeneinander liegend hier. Also eins ist jetzt unten und eins ist nach vorne hin reingeschoben. Ja, und wir drücken jetzt die K1-Trommel noch weiter hinter, bis er wirklich an der richtigen Position am letzten eingerückt ist. Und dann kommt als letztes noch die Ölpumpe wieder drauf geschraubt. Die K1-Trommel ist jetzt ganz hineingerutscht. Also so sieht es jetzt aus, wenn die alle Lamellen eingerückt sind. Also das Bremsband liegt sozusagen fast an der Außenkante oben am K1-Trommel an. Jetzt wird noch hier unten dieser kleine Kunststoff-Teflonring getauscht. Das wird einfach auseinandergezogen und dann hier reingesetzt, genau. Und ja, jetzt kommt unsere Ölpumpe. Da haben wir die neue Dichtung drauf gemacht. Und haben oben schon mal die oberste mittige Schraube reingesetzt, dass die Dichtung beim Einsetzen jetzt nicht verrutschen kann. Und diese Schraube kommt jetzt hier mittig dann hier drauf. Genau, das passt. Und dann können wir schon mal eine Schraube nach der anderen vorsichtig anziehen. Genau, wir werden nachher nochmal alle schön mit Schraubensicherung einstreichen, damit auch kein Öl rauskommen kann. Wir setzen bloß mal ein paar Schrauben jetzt rein und dann werden wir, bevor wir die nächsten reinsetzen, alle nochmal mit der Schraubensicherung das Gewinde ein bisschen einschmieren, damit auch möglichst hier auch kein Öl entweichen kann. Das sind jetzt ein paar der Teile, die wir am Automatikgetriebe getauscht haben. Jede Menge Dichtungen, jede Menge Metallplatten, dann hier unten schön die Reibbeläge, Ölsieb natürlich und all die kleinen Dichtungen, was dazugehören. Und hier drüben steht jetzt unser komplett überholtes Automatikgetriebe. Eben zum Abschluss noch ganz kurz angemerkt, unbedingt hinten die Schraube hinten, Schlüsselweite 30, mit 220 Newtonmeter festziehen. Damit ist eigentlich das Getriebe wieder zum Einbau ins Fahrzeug fertiggestellt.